Grüß Gott, Herr Außenminister. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen, aber das Thema ist ja ein ziemlich brisantes. Sie sorgen derzeit für gewaltige Schlagzeilen. Sie haben dem türkischen Minister ein Einreiseverbot nach Österreich erteilt. Was ist Ihre Begründung für diesen Schritt? Wir haben am Wochenende die Anfrage seitens der Türkei bekommen für einen öffentlichen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers hier in Österreich. Wir haben diese Anfrage geprüft und sie dann abgelehnt. Und zwar deshalb, weil der türkische Wirtschaftsminister nicht für einen bilateralen Besuch nach Österreich kommen möchte, also für ein Gespräch mit dem österreichischen Wirtschaftsminister, sondern einzig und allein für einen öffentlichen Auftritt hier in Österreich. Und das haben wir abgelehnt, weil wir kein Interesse daran haben, Spannungen aus der Türkei hier nach Österreich hereinzutragen. Es ist übrigens eine ähnliche Anfrage von Deutschland und auch von den Niederlanden genauso entschieden worden. Herr Außenminister, wie steht denn die Türkei zu diesem Einreiseverbot? Ja, ich hoffe, dass die Türkei diese Entscheidung versteht, denn wir können diese Entscheidung sehr gut und sehr klar begründen. Wir haben ein Interesse an einem guten Kontakt mit allen Staaten in unserer unmittelbaren, aber auch weiteren Nachbarschaft. Wir haben ein Interesse an einem guten politischen Austausch mit diesen Staaten, aber der findet im Regelfall bei politischen Gesprächen statt, bei bilateralen Besuchen. Der türkische Wirtschaftsminister ist jederzeit willkommen in Österreich, um ein Gespräch mit dem österreichischen Wirtschaftsminister zu führen. Aber öffentliche Auftritte, die einzig und allein das Ziel haben, die Konflikte aus der Türkei nach Österreich hereinzutragen, die Spannungen aus der Türkei nach Österreich hereinzutragen, damit diese Spannungen dann zwischen Österreichern mit türkischen Wurzeln, Türken in Österreich, Kurden, Aleviten ausgetragen werden, das halte ich für nicht wünschenswert für unser Land. Wir haben ein Interesse an einem guten Austausch und Kontakt mit der Türkei. Das ist ganz klar, aber das bedeutet, politische Gespräche zu führen. Das bedeutet, einen Austausch der Regierungen, der Parlamente zu pflegen, öffentliche Auftritte einzig und allein, um hier in Österreich Spannungen auszutragen, die es in der Türkei gibt, das halte ich für falsch. Wir haben in der Türkei eine sehr angespannte Situation. Es gab dort einen Putschversuch, den wir klar verurteilt haben. Wir haben aber auch die Säuberungswellen danach klar verurteilt. Die Menschenrechtssituation ist so, wie wir sie uns nicht wünschen. Es wird hier gegen politisch Andersdenkende vorgegangen. Viele sind inhaftiert worden. Und all das muss nicht in Österreich ausgetragen werden. Worum es uns geht, ist, dass wir kein Interesse daran haben, dass Spannungen aus der Türkei nach Europa und in dem Fall nach Österreich getragen werden. Das ist der Grund, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Und wir haben im Übrigen so entschieden, wie das auch die Deutschen und die Niederlande gemacht haben. Aber eingangs hatten Sie erwähnt, irgendwie so, der türkische Minister hat ein konkretes Angebot, eine Einladung zu bilateralen Gesprächen abgelehnt. Hat es so eine ganz konkrete Einladung überhaupt gegeben? Es gab kein Interesse der türkischen Seite an bilateralen Gesprächen, sondern die Anfrage war einzig und allein für diesen öffentlichen Auftritt hier in Österreich. Natürlich ist unsere Botschaft vor Ort sehr aktiv. Natürlich gibt es Kontakt mit der türkischen Regierung, aber auch mit der Opposition. Aber das ist, um ehrlich zu sein, ein wichtiges, aber ein anderes Thema. Bei unserer Entscheidung geht es nicht um die türkische Innenpolitik, sondern es geht einzig und allein um die Frage, wollen wir zulassen, dass türkische Konflikte, Spannungen aus der Türkei nach Österreich hereingetragen werden. Und diese Entscheidung haben wir klar getroffen. Danke.